gedacht, dass er das noch machen muss. Echt. Dann einen Schluck für die Kokolibakterien. Heute ist an diesem wunderschönen Sonnenschein, begrüße ich Sie alle, ob Touristen oder Kriegsgegner, zu unserer Kundgebung zum 20. Juli 2013. Sie wissen, das ist ein bedeutendes Datum, an dem Teile der damaligen Wehrmacht beschlossen haben, ihren obersten Befehlshaber in die Luft zu sprengen. Ausgerechnet an diesem Tag, an diesem historischen Datum, werden von der Bundeswehr die neuen Rekruten vereidigt. Nun sind es ja keine Rekruten mehr, sondern Freiwillige, also im Grunde genau dieselben jungen Leute, die jetzt nur mehr Geld kriegen und denen ein bisschen Ideologie in die Ohren geblasen wird, die werden heute vereidigt. Nicht an diesem Ort, was eigentlich ganz schön wäre, denn hinter mir sehen Sie die neue Wache von Schinkel, das der offizielle Ort, an dem die neue Bundesrepublik ihrer kriegerischen Vorfahren gedenkt. Was gehört zum Krieg? Zum Krieg gehört erstmal eine herrschende Klasse, also Leute, die ein Interesse daran haben, ihre Soldaten in alle Welt zu schicken. Dafür ist gesorgt, nicht von uns, sondern schon von der vorigen Bundesregierung, die, das können Sie nachlesen, in ihren verteidigungspolitischen Richtlinien, die Bundeswehr dazu benutzen will, ich zitiere wörtlich, weil es so schön ist, unsere Rohstoffe und unsere Handelswege überall in der Welt zu verteidigen und zu sichern. Und wie das geschieht, das wollen wir Ihnen jetzt heute hier ein bisschen praktisch vorführen. Sie sehen, wir haben auch tatsächlich einen Soldaten hier bei uns, ein bisschen verändert, sein Inneres nach außen gekehrt sozusagen. Ich glaube, ich gebe jetzt erstmal den Befehl, also dieser große Komplex, militärindustrielle Komplex, Wirtschaft, Kirchenspitzen, Bundeswehr, alle zusammen bilden jetzt in mir sozusagen die Spitze dieser Befehlskette. Und ich befehle dir, mein Soldat, richte uns hier jetzt mal ein schönes Blutbad an. Ja, das ist doch wunderbar. Alles in unserem Namen, nur für uns. Ja, bravo, denken Sie daran. Das geschieht im Moment überall, wo deutsche Soldaten sind, vor der Küste Afrikas, in Afghanistan. Näher kommt, ohne mich zu beschmutzen. Darauf liegt die Bourgeoisie immer sehr viel wert, dass sie selbst